Mein Name ist Ferdinand Essenpreis und ich führe seit ca. 25 Jahren einen Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb. Was wir bisher an Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt haben, ist lediglich das Erneuern der Betriebssoftware für die Angebots- und Auftragsbearbeitung sowie dazugehörige Hardware wie Computer und entsprechenden Server mit Datensicherung. Schon bevor wir das Digital A-Team kennengelernt haben, wollten wir erreichen, dass wir hier im Büro vor allem auch den Arbeiten und den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden und alles termingerecht abarbeiten. Das Problem war aber, dass der Tag ja, wie wir alle wissen, begrenzt ist und deswegen haben wir neue Methoden gesucht, um das zu realisieren. Schon bevor wir das Digital A-Team kennengelernt haben, wollten wir erreichen, dass unsere Kunden bzw. unsere Anfragen termingerecht bearbeitet werden und damit unsere Kunden zufriedengestellt werden. Das Problem war aber, dass man natürlich in einem Handwerksbetrieb mit der Bürokapazität schnell an seine Grenzen stößt. Schließlich müssen draußen die Leute immer noch die Bürogehälter mitverdienen. Aber dann bin ich bei einem Online-Meeting mit den Unternehmerfrauen auf Daniel und sein Digital A-Team gestoßen. Ich habe erst gedacht, das hört sich alles gut an, aber ist doch bestimmt mit einem Haufen Arbeit und vor allem Zeitaufwand verbunden und habe mich außerdem gefragt, ob es in einem Zimmerei- bzw. Handwerksbetrieb überhaupt umzusetzen ist. Aber als ich mich dann doch durchgerungen habe, eine Anfrage zu stellen, habe ich schnell gemerkt, dass man hier sehr gut betreut wird und in ruhigen Gesprächen zunächst einmal darüber spricht, wie das Ganze realisiert werden kann. Es war wirklich völlig unverbindlich und ohne Preisdruck und man konnte sich gut in das Thema einfühlen, um zu merken, was in Zukunft da auf einen zukommt. Ich habe das Projektangebot schließlich angenommen, weil ich gemerkt habe, dass es eine gut investierte Zeit ist, die man später mit den optimierten Prozessen gut einsparen kann. Besonders gefallen hat mir, dass wir feste Termine vereinbaren, die auch zeitlich begrenzt sind, sodass man diese gut in den Alltag einplanen kann. Die Umsetzung der Projekte war dann im Endeffekt so, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht hatte. Wir hatten unseren festen Termin, gingen Thema für Thema durch und der Erfolg ließ sich schon bald messen. Konkret umgesetzt haben wir zunächst die Telefonterminvereinbarung. Das kam direkt bei den Kunden sehr gut an, weil wir Handwerker schließlich immer schlecht telefonisch erreichbar sind. Umgekehrt ist es für mich ein super Tool, weil ich da nicht den Stress habe, alle ständig zurückrufen zu müssen, sondern eben nur zu den vereinbarten Terminen. Die Kunden finden diesen Prozess sehr gut, weil sie mir immer wieder berichten, dass es eben bei anderen Handwerkern das elende Problem ist, dass man niemand erreicht. Als nächstes Projekt haben wir dann die persönliche Videoaufnahme als Erklärvideos in Angriff genommen. Dieser Prozess ist bisher noch nicht abgeschlossen, aber ich freue mich schon auf die ersten Erfolge. Außerdem haben wir noch eine Bedarfsermittlung erstellt, bei dem unsere Kunden über einen Online-Fragebogen vorneweg verschiedene Angaben über ihr Bauvorhaben machen, sodass ich mir später bei der Aufnahme erheblich Zeit spare, da schon möglichst viel im Vorfeld abgeklärt ist. Wenn ich es in Zahlen ausdrücken müsste, würde ich schätzen, dass ich durch die bisher umgesetzten Prozesse am Tag 1 bis 2 Stunden Zeit gewonnen habe. Wir werden weiter mit dem Digital A-Team zusammenarbeiten, weil es sich einfach bewährt hat und ich habe deshalb sie auch schon zahlreich weiterempfohlen.